Diese Mädchen haben einen geheimen Raum in ihrer Unterkunft entdeckt und erfahren, dass sie wie Labortiere benutzt werden. Die genauen Details, wofür sie benutzt werden, werden in der Zusammenfassung des Films Level 16 enthüllt. Wir sehen die langen Gänge einer Mädchenunterkunft, die eher an ein Gefängnis erinnert. Hier leben viele Mädchen im Teenageralter, darunter auch zwei Freundinnen, Vivien und Sophia. Sie sitzen in einem Zimmer und träumen von der glücklichen Zeit, in der sie adoptiert werden. Es stellt sich heraus, dass sie ihr ganzes Leben in dieser Unterkunft verbracht haben und noch nie draußen waren. Eine Sirene heult auf. Zahlreiche Mädchen in identischen langen weißen Kleidern eilen zu den Waschbecken auf dem Flur. Dort ist eine Kamera installiert. Jedes Mädchen muss sich ihr Gesicht waschen und zeigen, dass es sauber ist. Alle müssen es in einer bestimmten Reihenfolge tun und in wenigen Sekunden fertig sein. Plötzlich lässt Sophia ihre Seifenflasche auf den Boden fallen. Das Problem ist, dass sie schlecht sieht und sie nicht finden kann. Sophia bittet Vivien um Hilfe. Vivien eilt ihr zur Hilfe und hebt die Flasche auf. Dadurch ist sie ein paar Sekunden zu spät dran, um sich selbst zu waschen. Sofort leuchtet ein rotes Licht auf und ein Alarm geht los. Alle Mädchen drehen ihre Gesichter zur Wand, als ob sie Gefangene in einem echten Gefängnis wären. Ein Wachpaar erscheint auf dem Flur und zerrt eine weinende Vivien zum Eingang. Sie fleht Sophia an, allen zu sagen, dass sie unschuldig ist, aber ihre Freundin steht nur da und hat Angst, sich zu bewegen. Auch die anderen Mädchen bleiben stumm. Einige Jahre vergehen. Wir sehen, dass Vivien erwachsen geworden ist und sich jetzt strikt an alle Regeln hält und keine Gefühle zeigt. Im Unterricht, der einer Gruppentherapie ähnelt, wird den Mädchen beigebracht, zurückhaltend, geduldig und gut erzogen zu sein. Ihre Mentorin Miss Brixell erscheint vor den Mädchen. Sie ist eine elegante Frau mit langen blonden Haaren. Sie überbringt ihnen freudige Nachrichten. Die Mädchen werden in die Stufe 16 befördert. Dies ist ihr letztes Jahr in dieser Unterkunft und danach werden sie adoptiert und kommen in neue Familien. Vivien und ein paar andere Mädchen ziehen in die neue Abteilung Rose Hall. Hier werden sie endlich getrennte Betten haben. Vivien trifft ihre ehemalige Freundin Sophia wieder. Während Sophia sich über das Wiedersehen freut, sieht Vivien sie mit völliger Gleichgültigkeit an und macht deutlich, dass sie ihr den Vorfall mit der Seife nicht verziehen hat. Nach dem Frühstück findet Sophia Vivien auf der Toilette und entschuldigt sich erneut. Doch Vivien schnappt sich ihre ehemalige Freundin und verlangt, dass sie schweigt und ihre Vergangenheit nicht preisgibt. Ein weiteres Tonsignal ertönt. Miss Brixell erscheint und teilt dem Mädchen mit, dass die Paten bald das Heim besuchen und neue Töchter auswählen werden. Das ist ein so wichtiges Ereignis, dass die Absolventinnen sogar Geschenke bekommen. Weiße Spitzenkleider mit aufgestickten Namen an der Taille. Wir erfahren, dass die Mädchen ihre eigenen Namen nicht lesen können, weil ihnen das Lesen nicht beigebracht wurde. Sie wurden fleißig dazu erzogen, gehorsam zu sein, hart zu arbeiten und vor allem auf ihre Haut aufzupassen. Aber es scheint, als hätte man ihnen nichts anderes beigebracht. Die Mädchen im Heim sind glücklich und freuen sich darauf, ihre neuen Eltern kennenzulernen. Nur Sophia sieht sehr ängstlich aus. Sie bittet Vivien, die Vitamine nicht zu nehmen, die sie heute bekommen und die sie täglich zu sich nehmen. Die Mädchen stehen vor der Kamera und nehmen die blauen Kapseln ein. Vivien beschließt, auf Sophia zu hören und schluckt die Kapsel nicht, sondern spuckt sie in die Toilette aus. Sobald das Tonsignal ertönt, legt sich Vivien auf ihr Bett. Sie ist überrascht, dass alle Mädchen im Zimmer innerhalb von Sekunden in einen sehr tiefen Schlaf fallen. Plötzlich taucht Sophia auf und versucht Vivien die Wahrheit über den Ort zu sagen. Die Mädchen bekommen Beruhigungsmittel und keine Vitamine. Deshalb werden sie erst am Morgen wieder aufwachen. Jemandes Schritte hallen im Flur wieder. Sophia versteckt sich und bittet Vivien, so zu tun, als ob sie schliefe. Miss Brixell betritt den Raum mit zwei Wachen. Sie zeigt auf mehrere schlafende Mädchen und die Männer tragen sie weg. Unter ihnen ist auch Vivien, die weiter so tut, als würde sie schlafen. Die Mädchen werden in den Raum gebracht. Vivien öffnet ihre Augen und sieht sich um. Sie versteht nicht, wohin man sie gebracht hat und warum. Sie hat große Angst und schließt wieder ihre Augen. Ein älteres Paar betritt den Raum. Fräulein Brixell beschreibt die schöne Haut der schlafenden Mädchen. Die Frau ist unschlüssig und der Mann fordert sie auf, eine Wahl zu treffen. Die Frau wählt das zweite Mädchen, Olivia, und bittet ihren Mann, für diesen Service zu bezahlen. Danach wird Vivien zurück in ihr Bett gebracht. Sie ist entsetzt. Es stellt sich heraus, dass die Paten sie nicht adoptieren, sondern sie wie Waren auf einem Markt kaufen. Die Frage ist, was mit ihnen als nächstes passiert. Sophia erscheint und drängt ihre Freundin, so schnell wie möglich aus der Unterkunft zu fliehen. Sie verrät, dass sie die Vitamine seit der 13. Stufe meidet und alles darüber weiß, was hier nachts passiert. Der Schutzraum ist sehr gefährlich, aber wohin können sie fliehen? Ihnen wurde immer gesagt, dass die Außenluft giftig und nicht zum Leben geeignet ist. Ein weiteres seltsames Ereignis ereignet sich tagsüber. Sie treffen Dr. Miro. Er untersucht jedes Mädchen sorgfältig und lächelt Vivien an. Aber ihr wird klar, dass man hier niemandem trauen kann. In der Nacht, als alle Mädchen wegen der Beruhigungsmittel schlafen, besprechen Vivien und Sophia ihren Fluchtplan. Sie müssen sich einen Passierschein besorgen, sonst können sie das Sperrgebiet nicht verlassen.
Sophia schlägt vor, es den anderen Mädchen zu sagen, aber Vivian ist damit nicht einverstanden. Jemand könnte sie leicht verraten und dann würde ihr Plan scheitern. Bei ihrem nächsten Termin bei Dr. Miro fällt Vivian auf, dass er sie anders behandelt als die anderen Mädchen. Sie beschließt, dies zu ihrem Vorteil zu nutzen und beobachtet genau, wie Dr. Miro seinen Ausweis benutzt. Währenddessen gehen die seltsamen Ereignisse weiter. Eines der Mädchen beginnt plötzlich zu krampfen und bricht auf dem Boden zusammen. Vivian hilft ihr aufzustehen und führt sie zum Abwaschen. Es scheinen die Nachwirkungen des Impfstoffs zu sein, den sie kürzlich bekommen haben. Die Einstichstelle ist entzündet. Die Freunde spüren, dass sie nur noch wenig Zeit haben und handeln müssen. Bei der nächsten Untersuchung durch Dr. Miro hört Vivian auf, so zu tun, als sei sie lieb und gehorsam. Sie stellt viele Fragen und der Mann ist von ihrem Verhalten beeindruckt. Er gibt ihr eine Injektion mit einer konzentrierten Vitaminlösung. Nach einiger Zeit kommt Sophia zu Vivian. Nachts will sie sich von einem der Wärter einen Pass nehmen. Es geht darum, dass er häufig in die Schlafräume der Mädchen späht und sie anfasst. Sophia und Vivian besprechen ihren Plan so leidenschaftlich, dass sie von zwei anderen Mädchen belauscht werden. Sie sind erstaunt, dass die gehorsame Vivian ihre Unzufriedenheit und Wut zeigt. Schnell eilen sie zum Melderaum, um Miss Brixiel zu informieren. Die Besitzerin des Heims sperrt Vivian in einen großen Käfig und geht zu Dr. Miro, um mit ihm zu sprechen. Es stellt sich heraus, dass sie ein Paar sind und ihr ganzes Geschäft illegal ist. Die Frau hat Angst, dass die Polizei alles herausfinden könnte. Am liebsten würde sie die Mädchen die ganze Zeit unter Narkose halten. Miro erklärt, dass das erstens teuer ist und zweitens ihre Gesundheit und dem Zustand ihrer Haut schadet. In der Nacht bereitet sich Sophia auf die Flucht vor. Sie macht ein Seil aus der Bettwäsche und wartet auf den Wachmann. Als er den Schlafsaal betritt und versucht, ein anderes Mädchen anzufassen, greift Sophia ihn von hinten an und legt ihm das Seil um den Hals. Der Wachmann ist jedoch viel stärker als das zarte Mädchen und schlägt sie mit einem einzigen Schlag nieder. Sophia versucht zu fliehen, aber der Wächter holt sie ein. Nach einem weiteren Schlag fällt sie auf den Boden und bemerkt ein Bügeleisen in der Nähe. Sie schnappt es sich und schlägt dem Wächter auf den Kopf, woraufhin er in Ohnmacht fällt. Sophia findet den Pass des Mannes, schnappt ihn sich und eilt zu dem Käfig, in dem ihre Freundin festgehalten wird. Leider schafft sie es nicht, den Käfig rechtzeitig zu öffnen, da ein Alarm ausgelöst wird und sie fliehen muss. Sophia verspricht Vivian, dass sie zurückkommen wird, um sie zu retten. Nach einer Weile erscheint Miss Brixiel und holt Vivian aus dem Käfig. Die Mädchen sind wieder in einem der Räume versammelt. Miss Brixiel, Dr. Miro und einer der Wachen stehen vor ihnen. Sophia wird beschuldigt, eine schreckliche Tat begangen und einen sehr wichtigen Gegenstand gestohlen zu haben, den niemand mehr finden kann. Bis der gestohlene Gegenstand von den Mädchen zurückgebracht wird, wird jeden Tag eine von ihnen grausam bestraft werden. Dr. Miro wählt das erste Opfer aus und der Wärter führt das weinende Mädchen in den Flur hinaus. Die Disziplin im Heim wird noch strenger. Jetzt nehmen die Mädchen ihre Pillen unter der Aufsicht von Miss Brixiel. Sie beobachtet Vivian genau und zwingt sie, die Vitamine zu nehmen, die eigentlich Beruhigungsmittel sind. Sie teilt Vivian mit, dass die Sponsoren sie morgen mitnehmen werden. Vivian wird klar, dass ihr nur noch sehr wenig Zeit bleibt. Nachts versucht sie, sich gegen die Wirkung des Beruhigungsmittels zu wehren, indem sie sich mit einer scharfen Haarnadel in den Arm sticht. In einem fast bewusstlosen Zustand findet sie Sophias Pass in ihrem Bett und versucht, die Eingangstür zu öffnen. Leider ist sie verschlossen, da der Pass bereits deaktiviert ist. In ihrer Verzweiflung sieht Vivian sich die Tür an und beschließt, die Scharniere mit dem Pass als Hilfswerkzeug zu entfernen. Es gelingt ihr. Als sie die Tür öffnet, tritt Vivian in den Flur und kämpft sich zu dem Teil des Gebäudes durch, in dem sich die Leitung der Unterkunft befindet. Zur gleichen Zeit betritt Fräulein Brixiel das Büro von Dr. Miro und durchsucht seinen Schreibtisch, wobei sie ihren Pass in der Nähe zurücklässt. Vivian betritt das Büro und verlangt von der Heimleiterin, dass sie ihr sagt, wo Sophia ist. Die Frau antwortet, dass sie Sophia im Keller eingesperrt hat und versucht, Vivian ein Beruhigungsmittel zu spritzen. Aber das Mädchen gibt nicht so leicht auf. Es kommt zu einem Kampf zwischen den beiden. Vivian schafft es, ihr die Spritze mit dem Medikament zu entreißen und injiziert es Miss Brixiel selbst. Mit dem Pass nähert sich Vivian der Tür, die in die Freiheit führt. Es scheint, als wäre sie bereit, auch ohne Sophia zu entkommen. Trotzdem steigt Vivian in den Keller hinab, denn sie kann ihre Freundin nicht verraten. Vivian findet ihre Freundin in einer der Zellen und befreit sie. Sophias Hände sind gefesselt und Vivian sucht nach etwas, mit dem sie sie losbinden kann. Die Mädchen landen in einem unterirdischen Operationssaal, wo sie noch mehr erschreckende Dinge über ihre Unterkunft herausfinden. Auf den Tischen liegen eine Reihe von versiegelten Paketen. Eine alarmierte Vivian öffnet eines davon und sieht darin Ritas Körper. Es ist dasselbe Mädchen, das die Wache auf Dr. Miros Anweisung zur Bestrafung mitgenommen hat. Sie hat keine Haut mehr im Gesicht. Vivian und Sophia stellen entsetzt fest, dass in jeder dieser Taschen eines der Mädchen ist, die sie kannten. Und alle haben kein Gesicht. Sie sehen Namensschilder, die den armen Mädchen an die Füße gebunden wurden.
Vivian will so schnell wie möglich fliehen, aber Sophia will ihre Freundin retten. Mit Skalpellen bewaffnet gehen die beiden Freundinnen die Treppe hinauf und nähern sich der Eingangstür. Sophia bittet Vivian, auf sie zu warten und ihr die Chance zu geben, einen Fehler aus ihrer Kindheit zu korrigieren. Sophia geht in den 16. Stock, während Vivian zusieht, wie ein Wachmann die Tür zu einem Stockwerk öffnet, in dem sie noch nie war. Das Mädchen will wissen, was sich dort befindet. Es ist eine Art Raum mit einem riesigen Bildschirm an der Wand. Als sie ihn berührt, startet Vivian ein Werbevideo. Darin bieten Dr. Miro und Miss Brixiel ihre Dienste zur Hautverjüngung in der Vestalis Klinik an. Es ist alles ganz einfach. Dem Kunden werden verschiedene schöne Gesichter angeboten und er wählt das aus, das er gerne haben möchte. Das Spendermädchen erhält ständig synthetische Präparate, um eine vollständige Übereinstimmung zwischen der DNA des Spenders und der des Kunden zu gewährleisten. Dadurch passt sich die neue Haut leicht, schnell und schmerzlos an. Vivian weint vor Entsetzen und Verzweiflung. Zur gleichen Zeit erzählt Sophia den anderen Mädchen die schreckliche Wahrheit, aber sie weigern sich, ihr zu glauben. Die Bewohner des Heims wollen gerade die Wachen rufen, um Sophia in ihre Zelle zurückzubringen. Doch dann betritt Vivian den Raum. Sie bringt Miss Brixiel mit, deren Hände gefesselt sind. Nach der Injektion hat die Frau Mühe, sich zu beherrschen und gesteht dabei schnell all ihre Sünden. Außerdem finden die Mädchen bei Fräulein Brixiel Spuren einer Gesichtstransplantation und stellen fest, dass sie auch die Haut eines anderen Menschen benutzt hat. Die Mädchen verstehen, dass sie die ganze Zeit nicht gerettet oder auf ein besseres Leben vorbereitet wurden, sondern dass sie wie Schafe oder Hühner aufgezogen wurden, um an den Kunden verkauft zu werden. Die Bewohner des Heims sperren Miss Brixiel in eine Zelle und beeilen sich, den Ort so schnell wie möglich zu verlassen. Doch als sie versuchen, die Eingangstür zu öffnen, geht ein Alarm los. Die Mädchen verstreuen sich über den Hof, in der Hoffnung zu entkommen. Bewaffnete Wachen jagen ihnen hinterher. Einer der Wächter greift Vivian und Sophia an, aber die Freundinnen schaffen es, ihn von einer großen Klippe zu stoßen. Dennoch gelingt es dem Mann, Sophia zu verwunden. Die Freundinnen rennen in einen kleinen Raum und verbarrikadieren die Tür. Die Wachen schießen nicht, denn sie brauchen die Mädchen lebend und mit unbeschädigter Haut. Dr. Miro trifft zu Verhandlungen ein. Er behauptet, dass alle Mädchen von ihren Eltern an das Heim verkauft wurden und dass er sie angeblich gerettet hat, um ihnen ein normales Leben zu ermöglichen. Der Mann bietet Vivian einen Deal an. Sie muss ihm helfen, alle Mädchen ins Heim zurückzubringen, auch Sophia. Und im Gegenzug verspricht er ihr die Freiheit. Vivian glaubt dem Arzt nicht und fragt ihn, wie viel ihr Gesicht wert ist. Der Mann antwortet ehrlich, dass er 16 Jahre seines Lebens darauf verwendet hat und es für ihn unbezahlbar ist. Dann nimmt Vivian ein Skalpell und macht mehrere Schnitte in ihrer Haut, damit niemand sie benutzen kann. Sie schreit vor Schmerzen und Wut und die Wachen beginnen sofort zu telefonieren. Dr. Miro ruft seinen Chef herbei und nach einiger Zeit ist ein Schuss zu hören. Es scheint, als hätte der Chef mit Dr. Miro verhandelt. Am Morgen wird die Tür zu dem Raum, in dem sich Vivian und Sophia verstecken, von den weißrussischen Einsatzkräften aufgebrochen. Die Mädchen treten nach draußen und sehen, dass es regnet. Sie weinen, halten sich an den Händen und schauen zum ersten Mal in ihrem Leben in die Sonne. Welche anderen Zusammenfassungen würdest du gerne sehen? Schreib uns deine Vorschläge und abonniere den Kanal, damit du nichts verpasst. Du hast dir den Moviekatze-Kanal angesehen.